Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Freistaat TV. Wie ich euch ja schon öfters mal mitgeteilt habe, fallen mir in meinen Urlaubsreisen immer wieder Dinge ein, was wir dann in der Praxis euch auch mitteilen können. Eine Idee ist jetzt erst diese Woche geboren, und zwar war ich genau mit diesen zwei Fahrzeugen im Urlaub. Ein Jahr habe ich den Hümer BMLi 87 getestet und ein Jahr den Hümer BMC i 680. Dabei sind mir schon einige Dinge aufgefallen, nämlich eins sind beides wahnsinnig tolle Fahrzeuge. Auf dem Sprinter mit dem neuen 170 PS Motor oder vorher mit dem 177 PS Motor, 9-Gang Wandlerautomatik, das SLC Fahrgestell, was ein tolles Fahrgefühl hat, und auch das Fahrzeug liegt richtig satt da, da braucht er keine zusätzliche Luftfederung und so weiter. Und auch die ganzen Sicherheitssysteme wie die Distronic, also der aktive Abstandstempomat, ist in solchen Fahrzeugen selbstverständlich auch mit dabei. Eigentlich sind es recht unterschiedliche Konzepte, aber viele Sachen haben die beiden Fahrzeuge gemeinsam, sind ja zwei verschiedene Baureihen auch. Einmal Hümer BMCi Baureihe, die besticht dadurch, dass es etwas kürzer ist. Der Hümer BMCi 680 ist 2,29 Meter breit, 7,39 Meter lang und 2,90 Meter hoch. Der 780er hat auch das gleiche Fahrgestell, ist aber etwas breiter. Der ist jetzt 2,35 Meter breit, ist 7,89 Meter lang und auch etwas über 2,90 Meter hoch. Wie man hier schön sieht, vom Design her sind sie ein bisschen unterschiedlich, und zwar aufgrund dessen, dass diese Baureihe breiter ist, hat man hier schön mit einen Muskel mitgearbeitet, wie wir so schön sagen. Dass die Räder nicht so weit drin stehen, braucht man bei dem Fahrzeug jetzt nicht, weil es insgesamt ein bisschen schmaler ist. Und auch hier diese Ausprägung mit den Nebelscheinwerfern. Optional gibt es sogar LED-Scheinwerfer, aber bei beiden Fahrzeugen ist recht schick. Zugegeben, der Hümer BMLi 87 ist natürlich das höherwertigere Fahrzeug. Es ist die höherwertige Baureihe von Hümer und hat natürlich hier auch mehr Designoptionen, auch eine breitere Eingangstüre, hier tiefere Schürzen. Wir haben eine richtige Durchlade, habe ich ja letztes Mal in einem Kommentar gesehen. Lieber Markus, eine Durchlade ist eine Durchlade, wo man auf der anderen Seite auch durchladen kann. Darum zeige ich euch das jetzt, dass man auf der anderen Seite auch noch was reinpacken kann oder auch richtig durchladen. So, hallo! Also das ist eine richtige Durchlage. Das Kommentar war absolut berechtigt. Bei der Hümer BMCi Baureihe, wie ich euch jetzt zeigen kann, der hat nämlich ein Doppelbodenfach, nennen wir es so. Das ist ein bisschen korrekter vom Ausdruck her. Und zwar haben wir hier in Fahrtrichtung links ebenfalls ein schönes Doppelbodenfach. Hier muss man es manuell aufstellen. Drüben hat er schönere Aufsteller, aber auch ein sehr ordentliches Fach. Beide haben eins gemeinsam, und zwar man kann es von innen auch beladen, sodass man einen Kasten Sprudel oder einen Kasten Bier bequem reinstellen kann. Auch die Heckansichten hier sind recht unterschiedlich. Und zwar hat der das normale Heck mit der geraden Heckwand. Hat einen Vorteil, wir kriegen hier einen Radelträger bis zu 4 Fahrräder mit drauf. Geht bei dieser schönen Heckansicht, klar, die ist schöner wie die, muss man einfach neidlos anerkennen. Bei dieser schönen runden GFK-Ansicht haben wir keine Möglichkeit, einen Fahrradständer zu montieren. Da geht vielleicht nur ein Fahrradträger dann innen rein oder außen, inklusive der Anhängekupplung, und die Fahrräder dann auch unten außen drauf. Wobei das natürlich perfekt ist, weil hier haben wir dann die ganze Heckgarage frei, wenn die Fahrräder hinten drauf sind. So bin ich zum Beispiel letztes Jahr in Urlaub gefahren. Ich hatte einen Campingplatz vorgebucht, der leider Gottes nur knapp 8 Meter Länge hatte. Das wusste ich vorher. Und darum habe ich mich entschieden für den 680er. Mit meinen Kindern brauche ich auch immer mehr Platz. Das heißt, ich habe hinten die Fahrräder drauf gehabt und habe hier die ganze Heckgarage für Utensilien noch frei gehabt. War natürlich auch ein Grund, wieso ich so ein Fahrzeug hatte.
Mit ein Grund ist auch die Zuladung gewesen. Der ist ein bisschen kürzer. Der hat ja 7,39 Meter. Der 87er hat 7,89 Meter. Dementsprechend hat der mehr Zuladung. Mal vorweg, ich habe mir den Spaß gemacht. Wir haben ja sehr viel Erfahrung. Es ist einer der gängigsten Baureihen überhaupt. Hümer BMCI und BMLI 87 und der BMCI 680. Da haben wir sehr viel Erfahrung. Wie werden denn solche Fahrzeuge in der Praxis auch konfiguriert? Ich habe mal so eine Praxiskonfiguration mir rausgelassen. Das ist nämlich sehr interessant. Wir sind hier bei einem voll ausgestatteten Hümer BMLI 87. Also da habe ich wirklich Silbermetallic, Alufelgen, Satellitenantenne, Lithiumbatterien, alles was es gibt, rauf und runter bis auf Hubstützen reingerechnet. Sind dann fast zwei volle Seiten Zubehör geworden. Da liegen wir um einen Listenpreis von 154.115. Wenn wir das Fahrzeug eben top ausstatten und alles ist drin, haben wir hier nämlich noch 673 Kilogramm. Also das ist wirklich so eine praxisgerechte Ausstattung, wie unsere Kunden den immer konfigurieren. Dann habe ich einen 680er genommen und einmal runter konfiguriert, eben in der gleichen Ausstattung wie der. Lithiumbatterien, alte Warmwasserheizung, Sat-Antenne, Silbermetallic. Da kommen wir nämlich schon auf 12.000 weniger. Da kommen wir nämlich noch auf 141.535, das sind rund 12.000 Euro weniger. Wenn man jetzt vergleicht, beide Fahrzeuge, innen Raumbad, Einzelbetten, L-Sitzgruppe, eigentlich, wenn man genau ehrlich ist, haben die gleiche Nutzungen, liegen bei gleicher Ausprägung, gleicher Ausstattung, 12.000 Unterschied. Da kann man schon mal überlegen, okay, was macht man? Einen Vorteil hat natürlich jetzt der 680er, der hat nämlich bei gleicher Ausstattung 920 Kilo Zuladung. Also ist auch ein Argument für diejenigen, wo sagen, ich möchte maximale Komfort. Ich möchte einen Sprinter mit der Wandlerautomatik, mit den modernen Distronic-Systemen. Ist natürlich hier mit 12.000 Euro weniger ein richtiger Vorteil. Jetzt wird es nochmal richtig interessant. Jetzt bringe ich nämlich eine dritte Variante mit ins Spiel. Es ist ja auch möglich, den nicht in Silber auszustatten, sondern hier in Weiß. Ich brauche keine Alufelgen. Ich fahre nicht im Winter, somit brauche ich auch keine alte Warmwasserheizung, sondern sage, ich nehme die Truma Kombi 6 Gasheizung und ich brauche keine Lithiumbatterien. Ich fahre jedes Mal auf den Stellplatz, wo ich Strom habe oder auf den Campingplatz. Dann wird nämlich das Fahrzeug richtig interessant. Da liegen wir nämlich bei so einer Ausprägung beim Listenpreis bei 114.000 Euro. Das sind immerhin dann 40.000 Euro weniger, so wie das Fahrzeug dasteht. Wenn man jetzt rein nicht unbedingt vom Luxus ausgeht, sondern rein vom Nutzen, dann ist das wirklich ein sehr, sehr attraktives Auto mit 114.000. Ich habe hier selbstverständlich das große Fahrgestell mit berücksichtigt, also das Viererfahrgestell mit 4,43 Tonnen zulässigem Gesamtgewicht, 170 PS Motor, 9-Gang Wandlerautomatik, Distronic, Sat-Antenne, alles das ist natürlich dabei, weil ich habe euch ja vorhin gesagt, wir reden jetzt praxisbezogen von unserer Erfahrung, was die Kunden tatsächlich bestellen, wie wir die Fahrzeuge tatsächlich ausliefern. Und eben da kamen so die Gedankenspiele. Voller Nutzen, eher sommertechnisch unterwegs. Im Winter geht es natürlich genauso, das Fahrzeug hat einen Doppelboden. Aber 114.000, absoluter Luxus für 154.000. Das sind schon mal Gedanken, wo man da einfach mal spielen lassen kann und wo wir denken, das ist interessant, dass ihr das wisst. Jetzt gehen wir mal zur Heckgarage. Markise haben wir übrigens selbst beim Sparfuchs für 114.000, war auch mit integriert vom Preis her. Also praxisbezogen müsst ihr da auf nichts verzichten. Jetzt haben wir hier auch eine sehr große Heckgarage beim Hümer BMLI 87. Ist noch sogar noch ein Ticken größer wie drüben beim BMCI 680 und hat hier natürlich eine schöne ausgekleidete Filzwand. Der hat natürlich die Garagenbodenheizungsserie in dem Alde-Paket. Da gibt es noch ein Alde-Arktis-Paket Light, wo dann der Wärmetauscher und die Isoliermatten mit dabei sind. Wir haben hier eine schöne Außendusche. Gibt es beim 680er natürlich genauso. Und alles schön mit Riffelblech verkleidet. Und hier auch zusätzliche Schienen, wo man dann Fahrradhaltesysteme hier mit einschrauben kann. Alles sehr, sehr praxisgerecht. Schöne Leuchten und Hümer-typisch, große Außenschauraumklappe rechts, große Außenschauraumklappe links.
Der hat jetzt zusätzlich noch, sieht man hier auch schön, die Zentralverriegelung. Also der hat die Komforteingangstüre mit RFID-Zugang. Das heißt, ihr habt da einen Chip, wo ihr dann automatisch alles öffnen könnt. Oder mit der Fernbedienung, mit der Zentralverriegelung alles auf- und zusperren. Zentralverriegelung gibt es aber beim Hümer BMCi 680 genauso, aber nicht mit dem RFID-Zugang, sondern da muss man dann manuell aufschließen. Tja, ich würde vorschlagen, jetzt gehen wir einfach mal rein. Ich zeige euch innen mal so ein bisschen die Unterschiede, wo sich die Fahrzeuge genau unterscheiden. Wie vorhin erwähnt, Fahrgestellaufbau, wenn man jetzt eine 3D-Zeichnung vom Fahrgestell hätte, ist es genau dasselbe. Gleiches Fahrgestell vom BMCi 680 zum BMLi 780. Eines gemeinsam, 180 Liter Frischwasser, was sehr gut ist für solche Fahrzeuge. 150 Liter Abwasser, beides Gemeinsamkeit, denn der hat 10-mäßig die Alde. Beim BMCi kann man die Alde Warmwasserheizung optional dazu bestellen. Ein kleiner Vorteil hat sogar der BMCi, der hat ja vorne die Bugmaske etwas rübergezogen. Natürlich ein Designelement ist auch hier diese Seitenscheibe. Beim Arktis-Paket gibt es beim BMCi 680 die in Doppelglas. Hier leider nicht, weil ist ein Designelement, würde wahrscheinlich dann auch zu sehr spiegeln. Darum muss man hier drauf verzichten. Aber zusätzliche Matten, wie wir hier schon vorbereitet haben, so eine Kederschiene, da kann man dann Isoliermatten reinziehen. Der hat auch innen, kommen wir nachher noch dazu, auch einen Rollladen drin, wo es dann auch bestens isoliert ist. Apropos Isolation, eins haben auch beide Fahrzeuge gemeinsam, nämlich den Aufbau. Innen drin ist voll ausgeschäumter PU-Schaum, wo flüssige Komponente reingespritzt wird, einen Guss darstellt und sich dann in der Presse austeilt. Alu innen, Alu außen, wie schon oft erwähnt. Das Dach ist ebenfalls mit Polyurethanschaum, Heckwand ebenso. Und zwar hat der noch zusätzlich ein GFK-Dach oben. Der BMCi 680 hat es im Serienstand nicht, da kann man es aber für 690 mit dazu bestellen. Eins haben auch beide gemeinsam, hier das herkömmliche Tedford-WC, ist flexibel. Gut, manche sagen, ich wünsche mir hier einen schönen Fäkaltank, aber leider hat Hümer dies noch nicht im Programm. Aber wie vorhin schon erwähnt, ist es natürlich auch etwas der Zuladung mit geschuldet. Hier geht man durch eine etwas breitere Eingangstür rein, wie beim 680er, ist etwas bequemer und vor allem auch hier im Eingangsbereich. Klar ist es ein bisschen luxuriöser. Wir haben hier an der Eingangstüre auch schöne Filzapplikationen und hier auch eine schöne Filzapplikation mit an der Garderobe. Auch hier zwei Haken, hier zwei Haken und auch ein großer Mülleimer, wo man dann auch von außen bequem wegmachen kann. Insgesamt finde ich, merkt man, dass das Fahrzeug 2,35 Meter breit ist. Der 680er ist ja 2,29 Meter. Also die 6 cm merkt man natürlich hier in der Sitzgruppe richtig. Beide haben eine Gemeinsamkeit, L-Sitzgruppe. Nur der hat hinter der L-Sitzgruppe noch was, was mir wieder sehr gut gefällt, nämlich ein 32 Zoll Flachbildschirm. Der kommt hier natürlich sehr bequem und groß daher. Hier hinter der L-Sitzgruppe raus. Einfach eine sehr, sehr tolle und schöne Lösung. Auch vorne haben wir in dem Luxusfahrzeug eine schöne Lösung von der Isolation. Hier müsst ihr nämlich nur auf den Knopf drücken und dann läuft der Rollladen nämlich auch schon runter. Beim 680er machen wir das alles manuell mit den Stoffraffrollos. Funktioniert natürlich genauso, aber das hier von der Isolation ist natürlich nochmals besser und auch von der Sonneneinstrahlung und so weiter, wenn man dort auch schlaft mit dem Hubbett oben drüber, einfach besser. Auch hier die Verkleidung sehr schön angepasst. Das macht eigentlich Hümer bei integrierten Fahrzeugen wirklich mit am schönsten. Eine Gemeinsamkeit haben es, nämlich der Boden ist wie ein Schweizer Käse durchlöchert. Das ist nämlich auch ein Technikboden. Wir haben hier die ganzen Sicherungsautomaten. Bei diesem Fahrzeug, ich habe euch ja vorhin erwähnt, der hat so gut wie alles drin. Alles drin heißt natürlich Lithiumbatterien, Wechselrichter, zusätzlicher Wärmetauscher, dass ihr auch während der Fahrt vom Kühlwasser das ganze Fahrzeug mit der alten Warmwasserheizung beladen könnt. Hier Technik mit den Batterien. Hier sehen wir jetzt eine Lithiumbatterie.
zwei zusätzliche AGM-Batterien. Ich kann euch aus der Erfahrung sagen, im Winter funktioniert das hervorragend, weil die AGM-Batterien genau den Nachteil von der Lithium ausgleichen. Und die Lithiumblöcke bei Hümer haben ja 135 Amperestunden. Das reicht richtig auch mal für autarkes Stehen, selbst im Winter. Dann hier auch beide Fahrzeuge, das wird dann drüben genau gleich sein. Elektroblock, wo man hervorragend an die Sicherungen hinkommt. Hier kommt der Kasten Bier im Urlaub oder der Kasten Sprudel. Hier ist es jetzt natürlich leer. Sieht nur nagelneu aus alles. So ein Fahrzeug ist auch nagelneu. Übrigens, danke noch an unseren Vermietchef Christian Sand. Ich musste schon wieder Fahrzeuge von ihm ausleihen. Dieses Fahrzeug ist noch jungfräulich. Geht jetzt dann in die Vermietung ab Anfang April. Soweit man fahren darf, ist ja heute auch nicht klar. Und hier auch diese Gemeinsamkeit haben beide, weil sie sich das gleiche Fahrgestell teilen. 180 Liter Frischwasser. Selbstverständlich im Doppelboden drin, 150 Liter Abwasser, auch im Doppelboden, schön bequem und beheizt, schön bequem zugänglich und auch beheizt. Hier haben wir das schöne Raumbad, separate Dusche, ordentliches WC, auch wieder mit ordentlich Beinfreiheit, haben auch beide Fahrzeuge gemeinsam, nämlich dass man da die Tür zumachen kann, hier auch richtig schön Platz hat. Und da hinten, das hat er natürlich jetzt luxuriöser gelöst. Da haben wir hier nämlich noch eine zusätzliche Holzschiebetür. Wenn jemand hinten Fernsehen schauen möchte, kann man einfach zumachen oder er möchte seine Ruhe oder jemand möchte es hier als Ankleidezimmer haben. Auch alles perfekt gelöst. Wir haben ja hier auch die Möglichkeit mit den Twin-Anlagen, dass wir hinten einen Fernseher haben und vorne einen Fernseher und ihr auch mit der Twin-Anlage zwei verschiedene Programme anschauen könnt. Man kann auch, wie beim Allrad-Video euch schon gezeigt, mittlerweile einen WLAN-Router aufs Dach machen. All das ist bei uns selbstverständlich möglich. Hier im BMLi 87, der hat noch den Vorteil für größer gewachsene Personen, der hat nämlich längere Betten. Da sind wir bei einem Schenkel bei 2,2 Meter und beim anderen Schenkel bei 2,7 Meter, jeweils 90 cm Breite. Der 680er hat kürzere Betten, nämlich da sind wir auf 2,2 Meter beim breiten Schenkel und bei 1,90 Meter auf dem kürzeren Schenkel und bei 86 cm Breite, weil das Fahrzeug ist ein bisschen schmäler, da kommen natürlich dann auch solche Sachen raus. Irgendwo müssen ja die knapp 40 cm in der Länge und die 6 cm in der Breite geopfert werden. Hier haben wir es einmal zugunsten des Hümer BMLi 87 in den Betten, in der Breite, in der Länge. Und auch hier, der Sitz ist recht ordentlich. Man kann ordentlich aufrecht sitzen, wenn man sich aufrichtet. Wir haben auch hier ein sehr schönes Schlafzimmer, wieder mit Filz ausgekleidet, mit der schönen Ambientebeleuchtung, hier mit den schönen Leselampen. Klar, Hümer-typisch Schlafsystem, bei dieser Baureihe serienmäßig. Auch mit ordentlichem Kleiderschrank hier unten drunter. Wir haben, wie schon öfters erwähnt, hier auch die Möglichkeit einer durchgehenden Liegefläche. Da schiebt man das Polster mit dem Unterlegkeil rein. Wir haben wieder hier, ich zeige es halt immer wieder gern, die schöne Auftrittsleiter, wo immer dabei ist, nie im Weg umgeht. Bin ich wirklich ein richtiger Fan davon, weil ich weiß, wie es früher war. Ordentliches Wäschefach rechts und eben links hier zum Hochheben. Hier ist es starr. Klar, das Fahrzeug hier, das längere, hat selbstverständlich noch einen zusätzlichen Kleiderschrank, nämlich hier die Möglichkeit zum Hängen oder auch zum Wäschestapeln. Eben alles ein bisschen luxuriöser. Wir haben hier die Möbelvariante Velvet Ash, den gibt es auch in heller, also es gibt immer die dunklere Variante, die heißt nämlich Velvet Ash und die hellere Variante gibt es hier auch, Grand Oak. Hier haben wir das jetzt mit dem hellen Leder, Napoli heißt das jetzt bei Hümer, kombiniert. Wenn man so ein Fahrzeug mit Grand Oak, also mit dem hellen Möbeldesign kombiniert und nimmt dann zum Beispiel so anthrazitgraue Ledersitze, wirkt es auch noch ein Ticken moderner und auch sehr edel. Auch hier die Klappen. Alle riesig, kriegt man auch richtig was rein
und natürlich auch sehr hochwertig. Hier sehen wir jetzt wieder die ganzen Steuerungselemente. Links ist es eben vom Smart Battery System, wo man alles dann anzeigen lassen kann. Rechts Wechselrichter von Steuerung und in der Mitte dann das Bedienelement von der SAT-Antenne. Zukünftig bietet Hümer eine App ab kommendem Modelljahr, wo dann so ab August, September kommt, kann man dann alles elektronisch steuern. Dann wird alles nochmal ein Stück bequemer. Wie vorhin erwähnt, so ein Fahrzeug für 154.000 als Beispielrechnung hat natürlich auch eine Klimaanlage, was ich beim 680er aber auch mitgerechnet habe. Ein Pluspunkt für die Baureihe BMLi ist hier der Kühlschrank, nämlich richtig schön von beiden Seiten zugänglich. Einmal der Kühlschrank sowie das oben liegende Gefrierfach von beiden Seiten zugänglich. Sehr bequem und auch ein Pluspunkt, sogenannte Tech Tower. Wir haben hier die Möglichkeit eines Backofens, ist auch optional. Aber hier der ganze Tech Tower, wie man das nennt, macht einen sehr guten Eindruck. Auch die Küche ist recht groß hier. Hier die Baldacci-Schiene, wo man dann zusätzliche Utensilien einhängen kann. Drehflammkocher, gut, haben es beide. Schöne Spüle mit einem Ausgießbecken hier. Und ordentliche Schubladen, wo man dann auch die ganzen Utensilien richtig verstauen kann. Unten wieder große Schubladen und vor allem, was das Frauenherz denn natürlich höher schlagen lässt, immer so Apothekerauszug, das gefällt unseren Kunden nach eigener Erfahrung immer sehr, sehr gut. Hier auch noch richtig große Schubladen, unten genauso, kleine Mülleimer kann man mitnehmen oder zu Hause lassen. Ihr habt ja hier den großen Mülleimer in der Eingangstüre. Hier haben wir noch ein kleines Schuhfach, auch sehr, sehr praktisch, ist halt vorne alles schön aufgeräumt. Ein Highlight von integrierten Fahrzeugen ist natürlich auch immer die Option, falls jemand mitgeht, wird es halt sehr schnell auch zum Vierschläfer. Man kann hier schön eine Runde sitzen. Dieses Fahrzeug, so als kleine Information, gibt es auch als Fünfsitzer. Den haben wir hier nämlich einen zusätzlichen Sitz, wo man einhängen kann, wo man dann mit dem Beckengurt in Gegenfahrtrichtung sitzt. Kann man auch, wenn Familien fahren, so wie ich zum Beispiel, als Fünfsitzer nutzen. Und hat halt hier ein richtig schönes, bequemes Bett. Hier in der hochwertigen Baureihe, natürlich wieder mit dem Schlafsystem. Herausfallschutz für Kinder darf natürlich auch nicht fehlen. Aber wenn man das Bett hier so anschaut, in der Tiefe hat es 1,50 Meter, so in der Länge 1,90 Meter für Kinder. Wirklich ein sehr, sehr bequemes Bett. Und vor allem mit dem Rollladen vorne dran wird es morgens auch nicht gleich so heiß. Das ist immer so ein kleiner Tipp von mir, bestelle ich auch bei den Mietfahrzeugen gerne mit. Eine Dachluke vorne, weil wenn es richtig heiß ist, kann man hier die eben auflassen über dem Bett, weil die nicht zählenmäßig ist und die warme Luft geht nach oben raus. Solche Sachen kommen mir natürlich immer im Urlaub, so Gedanken. Ein Jahr ist zu heiß, dann kommt man, da gibt es eine Dachluke, kommt man auf die Idee und ab den hat man sie drin. Aber viele Kunden sind dann dankbar, wenn sie sagen, okay, ich habe da oben auch noch an die zusätzliche Dachluke gedacht. Zum Glück hat es mir der Markus gesagt. Das so als kleiner Praxisbericht. Tja, vorne ist es der ganz normale Sprinter, wieder wie gehabt. Wir haben hier an der Seite eben die Bedienelemente vom Rollladen. Abwassertank ist hier elektronisch entleerbar, auch schön von vorne, aber nur im Stehen, dass niemand auf die Idee kommt, das während der Fahrt zu machen, sondern einfach umweltgemäß in der Entsorgungsstation. Auch an solche Sachen denkt Hümer, weil man hat ja schon die Verantwortung dann gegenüber allen und beugt somit solche Sachen dann auch vor. Bei dem Paket mit dem Rollladen ist auch noch ein schönes Sichtschutzrollo dabei. Das gibt es beim BMCi 680 auch, aber eben nur ohne Rollladen. Ist ganz schön, man hat hier vorne die Helligkeit und hat doch ein bisschen mehr Privatsphäre. Und vor allem, man kriegt dann alles mit, was vor dem Fahrzeug passiert. Der Breite auch geschuldet, der hat hier noch etwas zusätzlich zwei USB-Steckdosen und ein schönes kleines Holzfach. Finde ich auch sehr praktisch. Sehen wir dann drüben etwas anders, weil eben das Fahrzeug dann etwas schmäler ist. So, jetzt sind wir mal im Luxusfahrzeug. Wie gesagt, so ein Fahrzeug mit Komplettausstattung. Ich habe eigentlich nur die elektronischen Hubstützen herausgenommen. 154.000 Euro. Dieses Fahrzeug
zugegeben, ist schon um einiges luxuriöser wie die andere Baureihe, die Hümer BMCI Baureihe. Eines haben sie gemeinsam, gleicher Nutzen, aber eben hier ist alles schicker. Die Klappen sind etwas schöner, es ist mehr verkleidet, es ist mehr Licht. Man hat natürlich den luxuriösen Kühlschrank drin, alles etwas edler. Aber ich möchte euch auch den Nutzen näher bringen. Und darum schlage ich euch vor, gehen wir jetzt mal in den BMCi 680. Da sehen wir nämlich den direkten Vergleich. Kommt mit. Diesen schönen Hümer BMCi 680 betreten wir durch eine etwas schmälere Eingangstüre. Funktion ist immer gegeben, genau gleich, aber eben etwas schmäler. Ein bisschen weniger Komfort natürlich dann auch, aber ansonsten mit der Fliegenschutztüre. Fenster in der Eingangstür haben wir hier genauso. Hier könnt ihr auch die Option Komforteingangstür mit den zwei Schließungen haben, aber eben nicht mit dem Komfortzugang. Verdunklungsrollo haben wir ebenfalls. Und der Mülleimer ist eine Idee kleiner. Das sind so Unterschiede, wo man darüber diskutieren kann, braucht man den Luxus oder nicht. Die Funktion ist genau dieselbe. In diesem Fahrzeug stehen wir jetzt in der Möbelwelt, in der Möbelwelt Grand Oak. Das ist eben die etwas hellere Möbelwelt. Gibt es drüben beim Hümer BMLi genauso, das Grand Oak. Kann man mit Leder kombinieren oder hier haben wir es jetzt mit Stoff kombiniert. Wenn man die Preisrange anschaut, wie eben schon erwähnt, das ist mir nochmal wichtig, darauf einzugehen. Ich habe es hier Sparfuchs erwähnt. Ich habe nämlich hier das Fahrzeug konfiguriert mit 170 PS mit dem Fahrkomfortpaket. Das heißt mit der Klimaanlage, elektrische Parkbremse, Fliegenschutztür, Fahrassistenzpaket, das heißt großes MBUX. Den aktiven Abstandstempomat, Lederlenkrad, das schöne Mercedes-Lenkrad, das möchte ich hier auch nochmal schauen. Eben genau so schaut das aus, liegt richtig toll in der Hand. Toll fährt sich natürlich das Fahrzeug auch, nicht nur aufgrund des Lenkrads, sondern aufgrund vom SLC-Fahrgestell. Aber hier ist eben alles gleich, typisch Mercedes-Benz, hochwertig, aufgeräumt. Wir haben Automatikgetriebe, 9-Gang. Das ist natürlich sagenhaft zum Fahren. Das Wohnkomfortpaket mit Holzlattenrost, Dusche, zusätzlichen 230 Volt Steckdosen. Ich habe sogar ein zusätzliches Sicherheitsschloss. Das sieht man schön. Hier eine Aussparung. Diejenige, wo sagt, okay, ich möchte ein bisschen mehr Sicherheit, ist auch zu empfehlen. Gibt es hier ein zusätzliches Sicherheitsschloss mit so einem Metallbügel. Und an der Fahrertüre genauso. Bietet noch ein bisschen Sicherheit, ist heute natürlich auch wichtig. Wie gesagt, wenn man das Fahrzeug mit dem Seenstoff nimmt, Außendusche habe ich mit dabei gepackt, Dual Control, dass eine Gasflasche, also wenn eine Gasflasche leer ist, dass es automatisch auf die andere umschaltet. Mit dem Gasfilter ist natürlich auch mit dabei. Ich habe sogar den großen 32 Zoll Flachbildschirm hier mit eingerechnet. Kann man hier rüber drehen. Und hat den gleichen Fernsehgenuss wie beim Hümer BMLi, zumindest von der Größe. Beim BMLi war er hier drin. Hier ist er auch schön, sogar richtig schön verstellbar. Finde ich auch ganz gut mit dem Flachbildschirmhalter. Und eben auch die große Satellitenantenne habe ich beim Sparfuchsauto auch mit eingerechnet. So wie ihr es hier jetzt seht, kommen wir auf den Preis von 114.320. Wie gesagt, wenn man sich jetzt vorstellt, 40.000 Euro weniger, das ist natürlich schon eine Ansage, wo man dann schon mal überlegen kann, okay, möchte ich mir es leisten, möchte ich das schickere Fahrzeug oder gehe ich hier mehr auf den Nutzen? Eins haben es beide gemeinsam, nämlich schönes Raumbad mit separater Dusche. Wir können wieder die Tür zumachen, so wie drüben. Richtig als Ankleide verwenden. Wir haben hier schöne Einzelbetten, wieder mit einem Kleiderschrank, wo wir auch dann da hochheben können. Der hat jetzt sogar Tellerfederroste, aber bei diesem Fahrzeug ist es Aufpreis. Ansonsten hat er eben darunter das Abstandsgewirke. Wir haben hier jetzt bei diesem Fahrzeug, geht ja an die Vermietung, wir wissen ja, kurzer Rand, Freistaat-Mietfahrzeuge haben die beste Ausstattung. Inklusive
Klimaanlage, allem drum und dran und Distronik und so weiter, das haben wir bei diesen Baureihen immer mit dabei. Darum mieten viele Kunden Freistadtrent, weil sie eben wissen, da kriege ich ein neues und top ausgestattetes Fahrzeug. Wie gesagt, die Betten hier sind etwas kürzer. Wir haben hier auf einem Schenkel eben hier der längere, 2,2 Meter, 86 Breite. Da wo ich jetzt sitze, haben wir leider nur 1,90 Meter, wobei vielleicht sogar 1,95 Meter, wenn man es bis an die Wand messen würde. Da kann ich Hümer immer ehrlich gesagt auch nicht richtig verstehen, wenn man so den Spalt anschaut. Das ist so eine kleine Technikerlücke, wo der Technik dann nichts mehr eingefallen ist oder die Standardmatratze zu kurz geraten ist. Da könnte man doch eine Matratze nehmen und 5 cm mehr Liegefläche, gefällt jedem. Eben, das sind solche Sachen, wo wir in der Praxis immer mit den Kunden diskutieren. Ich bin so und so groß und brauche einfach so und so ein großes Bett, weil ich ordentlich schlafen möchte. Das ist ein Grundbedürfnis jedes Menschen und können wir auch verstehen. Hier haben wir schöne Klappen, einmal rundum, auch nicht mehr üblich. Und auch die Lampen sind ein bisschen einfacher gestaltet. Drüben waren sie ein bisschen luxuriöser. Den Zweck erfüllt es aber genauso. Hier haben wir unten das bezogene Brett. Beim anderen hatten wir es ein bisschen luxuriöser. Aber hier haben wir sogar auch noch bei diesem Fahrzeug eine Ambientebeleuchtung mit dabei, weil er das Paket mit dabei hat. Ist ebenfalls sehr hochwertig und schön beleuchtet. Vom Nutzen hier hinten ist genau dasselbe. Schöne Einzelbetten. Hier haben wir einen Vorhang. Da hat Hümer dann natürlich ein bisschen gespart. Drüben hatten wir die schöne Schiebetür. Hier haben wir lediglich einen Vorhang. Füllt den Zweck genauso, aber irgendwo muss das Geld dann herkommen, dass wir die Möglichkeit haben, so ein schönes Fahrzeug für 40.000 Euro weniger zu fahren. Der Toilettenraum hier ist fast gleich groß, nicht ganz. Man merkt es hier ein bisschen an den Füßen. Aber wenn ich hier den Fußtest mache, ist es trotzdem noch sehr ordentlich. Man kann ordentlich auf dem Toilettentopf sitzen. Man hat hier ein schönes Waschbecken, Zahnputzbecher ist alles da. Und auch hier für Utensilien ist reichlich Platz. Kann man schön Duschgel und alles reinstellen. Ein kleiner Wehmutstropfen ist wieder, ich verstehe es bis heute nicht, dass man den Pumpenschalter für die Pumpe, für die Tauchpumpe hier hinten verstecken muss. Das geht wie beim BMLi. Der hat es nämlich vorne im Display integriert, auch schön im Display. Das kostet mit Sicherheit auch nicht viel mehr. Aber ansonsten hier ordentliches Raumbad und wie gesagt, man kann hier auch eine schöne Ankleide machen, Ankleidezimmer machen. Und hier hat man eine richtig ordentliche Dusche, wo man auch sich richtig abduschen kann. Nichts wird nass, weil es ein separater Raum ist. Wirklich eine tolle Sache, habe ich selber schon sehr oft ausprobiert und ich kann euch sagen, das funktioniert wirklich hervorragend. Man kann hier unten duschen, vorne können trotzdem alle sitzen, es geht sich nichts im Weg um. Aufgrund der Kürze dieses Fahrzeugs, der hat ja 7,39 Meter nur, fehlt natürlich hier der Kleiderschrank. Die Kleiderschränke haben wir hier nur unter den Betten und auch der Kühlschrank, da haben wir keine Möglichkeit eines Tech Towers, sondern da haben wir den großen Kühlschrank mit rund 150 Liter, separaten Gefrierfach, natürlich automatische Umschaltung, dies alles ist mit dabei. Unten haben wir dafür ein kleines zusätzliches Fach und auch hier das schöne Schuhfach darf bei diesem Fahrzeug nicht fehlen. Wie drüben schon bereits erwähnt, Schweizer Käse durchlöchert, hier genauso alles, gibt es genau dieselbe Thematik mit Wechselrichter, Sicherungskasten, zusätzlichen Batterien. Das ist jetzt ein Mietfahrzeug, der hat ebenfalls als Mietfahrzeug, muss man sich mal vorstellen, Lithium-Batterien, zusätzliche zwei AGM-Batterien. Selbst hier könnte er richtig autark stehen. Schöner, zugänglicher Elektroblock auch bei diesem Fahrzeug. Hier kommt immer noch kein Kasten Bier hervor, also ein Mist. Aber wir sind aber auf der Arbeit, da trinkt man nichts, muss man ja konzentriert sein. Und hier wieder, schön im Doppelboden integriert, 180 Liter Frischwasser, 150 Liter Abwasser. Eben genau dieselben Maße wie für bei dem Fahrzeug für 40.000 mehr. Also hier müsst ihr null Abstriche machen, im Doppelboden müsst ihr null Abstriche machen. Hier haben wir die schöne Winkelküche.
ein bisschen kleiner. Der Apothekerauszug fehlt, aber ganz genauso. Dreiflammkocher wie drüben hier. Ist der gleiche Kocher, Spüle mit Ausgussbecken. Schöne Schubladen mit Besteckfächer. Hier ist auch noch das Schneidbrett dran. Fernbedienung hier für die Klimaanlage. Kann man übrigens bei dem Fahrzeug auch übers Bedienteil bedienen, weil dieses Fahrzeug hier hat nicht die alte Heizung, sondern die Baureihe BMCI gibt es auch ja serienmäßig mit der Truma Umluftheizung, mit der großen Truma Kombi 6. Kann man die Klimaanlage koppeln und kann sie dann hier mit dem Bedienpanel betreiben. Und auch hier ordentliche Schubladen. Die untere Schublade logischerweise wieder größer, sodass man auch Essigflaschen und solche Sachen hinstellen kann. Hier genau das gleiche wie bei BMLI. Zusätzlicher kleiner Mülleimer kann man für Bananenschalen, Küchenreste und so weiter auch sehr gut verwenden. Hier haben wir auch die Möglichkeit wieder des fünften Sitzes. Also somit wird so ein Fahrzeug auch dann zum Fünfschläfer. Das funktioniert genauso. Und schöne L-Sitzgruppe ist genau dasselbe wie drüben. Nur hier vorne ist es etwas schmäler. Die 6 cm, die merkt man hier natürlich schon etwas. Pluspunkt bei dieser Baureihe wäre jetzt, wenn man das große Arktis-Paket mitbestellt, haben wir hier sogar doppelverglaste Scheiben, also rechts und links. Vorne ist alles gleich wie drüben beim BMLI, bis auf hier, der hat Stoffrollos. Drüben hat man aufpreispflichtig der große Rollladen. Aber wie gesagt, für Sparfüchse, das was ich jetzt gerade mache, das ist 1690 Euro billiger. Ich als Schwabe weiß es. Eben, das ist Standard. Drüben der Rollo mit dem schönen Sichtschutzrollo kostet 1690 Aufpreis. Kann man schon mal überlegen, was man macht. Das Hubbett ist wieder standardgemäß das gleiche. Macht ja Hümer immer sehr, sehr ordentlich. Und zwar großes Hubbett mit hier mit dem Gurt befestigt. Drüben hatten wir das ein bisschen anders, luxuriöser. Funktion ist genauso. Und aber 1,50 Meter Breite, 1,90 Meter Länge. Hier hat er einen Lattenrost sehenmäßig drin. Drüben hatten wir das Schlafkomfortsystem mit den Tellerfederrosten, aber auch einen Rausfallschutz. Und oh Gott, was ich hier sehe, habe ich vergessen, die Dachluke zu bestellen. Vorhin zeige ich noch großartig Dachluke. Haben wir vergessen, muss jemand wahrscheinlich dann mehr schwitzen oder müssen wir die Klimaanlage hinten mehr aufdrehen. Sicherheitstechnisch hat das Fahrzeug die gleichen Features, die Stronic eben zusätzlich in dem Fahrassistenzpaket mit dabei. 9-Gang Wandlerautomatik ist hier auch mit dabei. Und zum Fahren, ich kann euch sagen, es gibt nichts Schöneres wie die Mercedes-Benz Fahrzeuge von Hümer und in Verbindung mit dem SLC-Fahrgestell. Kommt zur Probefahrt, wenn es wieder möglich ist. Fahrt so ein Fahrzeug, danach möchtet ihr nichts mehr anders. Also es ist fahraktiv, wirklich vom Feinsten, auch von den Geräuschen. Es klappert nichts und liegt einfach da wie ein richtiger PKW. Tja, ich habe hier nochmal die Ausstattungen zusammengeschrieben. Wenn ihr euch für solche Fahrzeuge interessiert, kommt zu uns, nehmt Kontakt mit uns auf. Wie gesagt, ich wollte eigentlich jetzt nur mal darstellen, bildlich, dass wir verschiedene Optionen von den Fahrzeugen haben. Wir können luxuriös mit dem Hümer BMLI, da sind wir dann bei 154 oder mit Hubstützen kommen wir sogar auf 160.000 Euro. Wir können auch so ein Fahrzeug absolut luxuriös voll ausstatten, sind wir mit 12.000 Euro weniger mit dabei. Bei genau dem gleichen Nutzen, aber ein kleiner Vorteil, 920 Kilogramm Zuladung zu 673 Kilogramm Zuladung. Das ist für viele einfach ein stichhaltiges Argument, gerade für Familien. Wenn einer sagt, ich fahre zu viert, ich fahre zu fünft, ist so ein Fahrzeug mit Sicherheit sehr erwähnenswert. Oder für Kunden, wo sagen, Mensch, ich habe keinen Winternutzen, mir reicht auch die Ausstattung, wo wir hier drin haben, aber ich möchte einen Flachbildschirm, Satellitenantenne, Markise, all das habe ich reingerechnet. Sind wir bei 114.000 Euro. Ist auch auf alle Fälle
eine Betrachtung wert, weil für 114.000 Euro habt ihr die tolle Mercedes 9-Gang-Wandlerautomatik, die tolle Distronic von Mercedes, das tolle Mercedes-Cockpit, das Fahrverhalten mit Mercedes und einem Hümer SLC-Fahrgestell verbunden. Gibt es eigentlich nichts Schöneres zum Fahren wie so ein Fahrzeug, wenn man in diesen Preisklassen oder in diesen Längenklassen auch unterwegs sein möchte. Flexibler ist man meiner Meinung nach ein bisschen mehr mit dem Hümer BMCi 680. Darum hatte ich mich zum Beispiel letztes Jahr persönlich für den Hümer BMCi 680 entschieden. Einmal aufgrund der Länge vom Campingplatz, 40 cm weniger ist halt auch ein Wort. Dann hat man mehr Zuladung, gerade als Familie nimmt man halt hinten noch die Fahrräder etc. mit. Wir haben hier die Möglichkeit, 4 Fahrräder auf den Fahrradhalter zu packen. Trotzdem ist die ganze Heckgarage frei. Ist natürlich ein Riesenargument. Wir haben die gleichen Hinterachslasten bei den Fahrzeugen, 2500 hier und 2500 drüben. Also kann man hier auch etwas mehr reinpacken, ohne dass man gleich überladen ist. Finde ich schon auf alle Fälle ein Argument. Und auch für Wintercamping, ich war auch im Winter dann unterwegs, mit der alten Warmwasserheizung habt ihr hier 0 Abstriche. Es ist genau das Gleiche dann wie beim BMLi. Ist wirklich, viele Sachen sind dann nur Design, hochwertiger, sieht er aus, okay, muss man sagen, aber wenn man so ein Fahrzeug mit Lederausstattung, Gritschow zum Beispiel, wie ich es hatte, noch ausstattet, dann sieht das sehr, sehr modern und hochwertig aus. Tja, jetzt schauen wir noch mal kurz nach außen. Also wie gesagt, ähnliche Fahrzeuge oder zweimal das gleiche Fahrzeug mit dem 680er, einmal für 114.000 genau den gleichen Nutzen, einmal für 141.000, fahren kann man genau gleich gut nämlich. Luxuriöser ist das andere, oder wenn man mehr Autarkie möchte, länger irgendwo freistehen, kann man alles so machen, wie man es möchte. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ihr kommt zu uns. Wir können nämlich genau über solche Sachen philosophieren oder diskutieren und genau für euch das richtige Fahrzeug raussuchen. Es geht nämlich nicht um uns, sondern es geht um euch. Darum haben wir eben, man kann auch sagen, 3 verschiedene Kundentypen rausgesucht. Genau das ist nämlich die Praxis. Das ist unsere Praxiserfahrung, die wir in solche Videos auch gerne authentisch weitergeben. Ich spreche hier natürlich auch von meinen eigenen Urlaubserfahrungen, wo ich gemacht habe mit diesen 2 Fahrzeugen, weil ich die glücklicherweise 3 Wochen auch benutzen durfte. Solche Fahrzeuge, auch die Kunden, wo es ausprobieren möchten, wo sagen, Mensch, ich möchte dieses Fahrzeug mal eine Woche testen und dieses Fahrzeug, weil der Braun kann nämlich viel erzählen. Verkäufergeschwätz, man kann ja nicht alles glauben. Kommt's, testet die Fahrzeuge, Freistaat rennt, sind genau diese Fahrzeuge drin. Dann könnt ihr euch ein eigenes, neutrales Urteil bilden und ihr verkauft euch sicher nicht. Das ist uns auch wichtig, dass ihr dann lange, lange so ein Fahrzeug Spaß habt oder nicht so lange, sondern wieder wechselt aufgrund der großen Zufriedenheit und dass immer wieder was Neues bringt. Also in diesem Zusammenhang, tschüss, euer Markus Braun. Extra.